Damen und Herren, es ist Punkt 18 Uhr. Ich würde um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Also, dann legen wir los. Die Bundestagsabgeordneten und Kandidaten sind eingetroffen. Ich würde Sie auf jeden Fall erstmal willkommen heißen zum MZ-Wahlforum der MZ in Langerhausen, Eisleben und Hennstedt, hier im Theater Eisleben. Und die Gelegenheit nutzen, mich natürlich für Ihre Anwesenheit zu bedanken und auch beim Theater Eisleben zu bedanken, dass das hier möglich ist, im Speziellen Herrn Intendanten Ulrich Fischer. Genau. Daneben sitzt Katrin Butte von der SPD. Guten Abend. Daneben Mika Söhn-Erdmann von den Grünen. Guten Abend, auch von mir. Hier sitzt Robert Fahle von der AfD. Daneben Daniel Feuerberg von den Linken. Guten Abend. Und daneben Herr Thorsten Schweiger von der CDU. Schönen guten Abend auch von mir. Wie schon angedeutet, würde ich jetzt beginnen mit einer Vorstellungsrunde und dafür würde ich jedem Kandidaten 60 Sekunden einräumen, dass er sich vorstellt mit dem, was er macht und gemacht hat. Und ja, würde beginnen bei Herrn Bothke alphabetisch. Ja, bitteschön. Vielen Dank. Ich bin 56 Jahre alt, verheiratet, 4 Kinder, schon 2 Enkelkinder. Meine Kinder sind allzu groß, 2 Mädels, 2 Jungs. Habe ursprünglich mehr Fleischer gelernt und das auch studiert, bin Ingenieur für Fleischwirtschaft. Habe schon vor der Wende nebenberuflich Versicherungen verkauft, bei der staatlichen Versicherung. Habe seit 1990 eine FM-Agentur erst nebenberuflich, weil ich dann nochmal für Langnese-Iglo im Grundkundenbereich unterwegs war. Und seit 1993 mache ich das hauptberuflich, habe Reisebüros, Versicherungsagenturen, Finanzagenturen. Ansonsten ist es so, dass ich im Kreistag Fraktionsvorsitzender für die FDP hier in Mansfeld-Südharz bin, stellvertretender Kreisvorsitzender. Ich bin Landesvorsitzender des Liberalen Mittelstandes und arbeite auch im Bundesvorstand an entscheidender Stelle dort mit. Ansonsten in der FDP an sich arbeite ich auch im Landesvorstand mit, bin im Wirtschaftsausschuss des Landes und im Bund bin ich im Bundesfachausschuss Religion und Weltanschauung aktiv. Es gibt sicherlich noch vieles andere zu erzählen, aber das schaffe ich nicht in 60 Sekunden. Ja, auf jeden Fall vielen Dank. Das waren 58. Und jetzt Frau Butte, bitteschön. Ja, guten Abend, Katrin Budde. Ich bin auch 56, so ein guter Jahrgang, habe ich gesagt, 1965. Bin verheiratet, habe 2 Kinder. Bin Diplom-Ingenieurin für Arbeitsgestaltung. Das habe ich auch erstmal gemacht, habe ich auch drin gearbeitet. Bin nach dem 9. Oktober 1990 in die SPD eingetreten, damals noch SDP, habe sie mit aufgebaut. Bin dann Mitglied im ersten Landtag von Sachsen-Anhalt 1990 geworden, habe da die Themenschwerpunkte Arbeitsmarktpolitik und Wirtschaftspolitik, weil ich fand, das war das Wichtigste, beackert. Zum Ende der Rentnerzeit war ich kurzzeitig Ministerin für Wirtschaft und Technologie und dann war ich bis 2016, also von 2006 bis 2016 Fraktionsvorsitzende meiner Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt. 2016 war ich Spitzenkandidatin. Sie ahnen sicherlich, warum ich nicht mehr im Landtag bin. Die SPD hat jämmerlich verloren 2016. Und zur Bundestagswahl 2017 haben mich meine Genossinnen und Genossen aus Mansfeld-Südharz und Merseburg gefragt, ob ich nicht für sie kandidieren will. Das habe ich getan und bin seitdem im Bundestag mit den Themen Kultur und Medien als Schwerpunkt. Entschuldigung. Ja. Ja, Herr Erdmann, bitte. Ja, hallo, ich bin Mika Söhn-Erdmann. Ich bin jetzt 20 Jahre alt, bin in den letzten Zügen meiner Ausbildung zum Mechatroniker. Bei den Grünen bin ich jetzt seit 3 Jahren, mache dort aktiv jugendbetreffende Themen unter anderem. Ich probiere gerade mit Mitgliedern anderer Jugendorganisationen von Parteien ein Jugendparlament für den Saalekreis zu initiieren. Bin bei Fridays for Future auch aktiv. Ja, das war eigentlich alles. Okay, manchmal liegt der Charme auch in der Kürze. Gut, dann Herr Fahle, bitte. Ja, mein Name ist Robert Fahle. Ich bin vom Beruf Rechtsanwalt und Steuerberater und habe auch mehrere kleinere Kanzleien hier im Gebiet Mansfeld-Südharz. Dort betreuen wir über 300 kleinere und mittlere Betriebe und ich weiß deshalb auch ziemlich genau, was in unseren Betrieben in der Region los ist.
Ich kandidiere zum Bundestag einfach nur aus einem Grunde, weil ich der Meinung bin, dass Mansfeld-Südharz im Moment in vielen Fragen leider Schlusslicht ist, wir aber dringend mehr Aufmerksamkeit durch die Bundespolitik benötigen, damit unser Landstrich wirklich entwickelt werden kann. Wir brauchen neue Firmenansiedlungen in unserem Bereich. Wir müssen den jungen Menschen eine Zukunft schaffen in diesem Lande. Und ich bin dafür angetreten, weil ich genau darauf aufmerksam machen will, dass es nicht mehr so weitergeht, dass Milliardenbeträge von der Bundesregierung in Berlin im Ausland umverteilt werden, in andere Länder umverteilt werden. Das Geld muss eingesetzt werden für unsere Menschen in diesem Land, für die Rentner, für die Bekämpfung der Armut. Aber es muss auch eingesetzt werden, damit die Städte und Gemeinden hier genug Geld haben, um noch ihre freiwilligen Aufgaben erfüllen zu können. Danke sehr. Wenn ich mich vorstelle, spreche ich immer zur Politik, sonst wollen wir mich auch nicht einladen. Es geht um die Politik. Herr Feuerberg, und die muss sich ändern. Herr Feuerberg, Sie können loslegen. Ja, guten Abend, Daniel Feuerberg, mein Name, 34 Jahre jung, komme aus Siebigerode, das dürfte den meisten hier am Saal ja doch ein Begriff sein, aufgrund der örtlichen Nähe. In die Politik bin ich ein bisschen über Umwege gekommen, ich komme eigentlich aus dem organisierten Sport, habe mich dann irgendwann dort mit dem Thema Sport und Gesellschaft beschäftigt, bin darüber zur Gesellschaftspolitik gekommen und später dann in die Kommunalpolitik. Habe vor 2 Jahren ein Mandat errungen im Stadtrat Mansfeld, bin dort Fraktionsvorsitzender in meiner eigenen Linksfraktion und einer der beiden Stellvertreter des Stadtratsvorsitzenden. Und weil Teilhabe und Partizipation etwas ist, was mir sehr am Herzen liegt, sitze ich heute hier und kandidiere für das Direktmandat im Wahlkreis 74. Okay, vielen Dank. Herr Schweiger, bitte. Ja, mein Name ist Thorsten Schweiger, ich bin 53 Jahre alt, bin verheiratet, habe eine Tochter, die gerade studiert. Ich selber bin Ingenieur von Hause aus, war nicht immer in der Politik. Eine Legislatur habe ich jetzt hinter mir in Berlin. Vorher habe ich in der Stadt Sangerhausen gearbeitet, war da im Bauamt tätig. Ja, und wer bin ich? Die MZ hat neulich mal getitelt, der Konservative vom Lande. Ich finde, das trifft es recht gut an der Stelle. Mir ist wichtig der ländliche Raum, wo wir uns hier alle bewegen und wo wir alle wohnen. Ich denke persönlich, dass es die wichtigste Aufgabe ist, dem ländlichen Raum einfach mehr Gewicht zu geben. Die Diskussionen in der Öffentlichkeit werden viel zu viel von den großstädtischen Themen dominiert. Und ich möchte ganz einfach den Bürgern hier einfach mehr Stimme und mehr Gewicht geben und das auch versuchen, dass wir das weiter durchsetzen können. Ja, zu meiner Agenda im Bundestag. Ich bin bisher in den Ausschüssen Bau. Ich bin im Umweltausschuss und im Wirtschafts- und auch im Verkehrsausschuss. Fast Punktlandung, Herr Schweiger. Vielen Dank an alle Kandidaten für die kurzen Einführungsworte. Nun würde ich fortschreiten, und zwar, wie schon angedeutet, ist das erste Thema die Wirtschaft. Im Vergleich zu anderen Regionen. Die Frage, die wir jetzt als erstes klären wollen, wäre, wie soll die heimische Wirtschaft denn durch Sie, wenn Sie es schaffen in den Bundestag, gestärkt werden? Und ich würde jetzt erstmal die umgekehrte Reihenfolge einhalten bzw. vorgeben und bei Herrn Schweiger anfangen. Sie als CDU sehen sich natürlich auch als wirtschaftsnahe Partei. Wie würden Sie als Bundestagsabgeordneter, der Sie ja schon sind, aber wenn Sie Ihr Mandat verteidigen sollten, die heimische Wirtschaft im Landkreis Mansfeld-Südharz, aber natürlich auch im Wahlkreis, stärken? Ich möchte da unterscheiden. Für mich gibt es in der Wirtschaft immer 2 prinzipielle und verschiedene Dinge. Also ich glaube, zunächst ist es mal wichtig, dass die Firmen, die wir haben, gut zu entwickeln und auch weiterzuentwickeln, denen vernünftige Bedingungen zu geben, dass sie halt einfach auch ein Stückchen expandieren können und dass sie vor allen Dingen ihren Bestand auch sichern können. Also es ist nicht Corona, was hier die Arbeitsplätze vernichtet hat, sondern wir verlieren im Moment tausende Arbeitsplätze bei den kleineren Gewerbebetrieben, im Handel und in der Touristik. Und die Verursacher, die sitzen zum Teil ja auch hier im Saal. Es ist die Politik der CDU und ist die Politik der Regeln, die vom Land her gemacht wurden und auch der Regeln, die in Berlin mit einer halblegalen Runde geschaffen wurden unter Aushöhlung unseres Grundgesetzes. Da blutet einem das Herz, wenn man nach Stolberg oder so fährt, was das für Städte und Kommunen sind,
wie da mal Leben geherrscht hat, bevor das alles mit zerstört wurde durch die jetzige Regierungspolitik, die auf die Interessen der kleinen Händler und Gewerbetreibenden nicht Rücksicht nimmt. Die Frage, um unsere Wirtschaft zu fördern, besteht darin, dass die Energiepreise nicht mehr weiter steigen dürfen. Bitte. Erben wir vielleicht die Diskussion nochmal. Wenn wir über das Thema Wirtschaftsförderung im Landkreis reden, müssen wir uns natürlich zum einen anschauen, wie sieht die Wirtschaft aus. Wir haben eine sehr kleinteilige Wirtschaft. Die auszubauen sollte eines der Ziele sein. Wir müssen aber natürlich auch über Ansiedlungspolitik reden. Und beides kann man wahrscheinlich gut unterstützen, wenn man zum Beispiel entbürokratisiert. In der Fläche bei uns auch auszurollen. Und das muss natürlich am Ende des Tages auch im letzten Harzdorf möglich sein. Es gibt heute noch Ortschaften bei uns im Landkreis, wo nicht mal 2G-Mobilfunkempfang möglich ist. Da kann ich nicht mal telefonieren. Ja, das sind natürlich schlechte Standortbedingungen. Ja, zum anderen, Herr Falle, ich bin dran. Ja, gewöhnen Sie sich doch mal umgangsfrei an, Herr Falle. Herr Feuerberg, ausreden. Nein, das haben Sie nicht, dann würden Sie mir nicht ins Wort fallen. Das hört nicht gerne an, das hört Herr Falle, seit 20 Jahren. Herr Falle, bitte, lassen Sie Herrn Feuerberg zu Ende sprechen. Das tut sich nichts. Herr Feuerberg, bitte. Ja, ich will auch im Großen und Ganzen zum Ende kommen. Ich sehe einen großen Treiber bzw. einen großen Hebel, der uns vieles ermöglichen wird. Und das ist das Thema Strukturwandel. Wenn es uns gelingt, die Strukturwandelmittel, die ja auch mittlerweile zur Verfügung stehen und auch in den nächsten Jahren zur Verfügung stehen, clever einzusetzen, dann können wir daraus neue Unternehmen in dieser Region ansiedeln, alle Familien gut mit Land und Bund zusammenarbeiten. Und ich glaube, darum wird es uns gehen, dass wir die Mittel, die da sind, fokussiert einsetzen, um einen maximalen Erfolg damit zu erzielen. Danke. Okay, vielen Dank, Herr Höhle. Herr Erdmann, bitte. Also ich stimme Herrn Feuerberg mit dem Teil, mit dem Strukturwandel zu. Das ist einfach unattraktiv, in dieses Gebiet als Firma zu gehen. Man hat kaum ÖPNV, man hat kein gutes WLAN, wenn überhaupt. Ich hatte vorhin, war vorhin auch hier unterwegs und konnte teilweise gar nicht telefonieren. Das darf einfach nicht sein in im Jahr 2021. Wir hängen einfach weit hinter dem Ausbauplan hinterher. Wir sind ja in einer Region, bei der es schon einen ersten, ich würde sagen, eher Strukturbruch und nicht Strukturwandel gegeben hat. In unterschiedlichen Bereichen haben wir auch ein bisschen was wie Strukturwandel hinbekommen. Wenn man sich die chemische Industrie anguckt, die ja zum Teil auch bis hier reinwirkt, dann ist das schon ein vernünftiger Strukturwandel gewesen. Das ist aber nun nicht direkt hier im Zentrum von Mansfeld-Südharz, aber es gehört immerhin noch mit zum Wahlkreis, über den wir ja reden. Dafür ist es sowohl für diese als auch für die Reste der Industrie, die wir noch haben hier, auch in der Kupferverarbeitung, in der Aluverarbeitung, in der Tat wichtig, dass wir über Industriestrompreise und über Preise für Energie reden. Das Zweite ist natürlich das Wachstum der Unternehmen. Da stimme ich auch den meisten Vorrednern zu. Die Unternehmen, die ich besucht habe, die auch gerne sich erweitern wollten, hatten im Grunde immer das Problem, dass sie zu wenig Facharbeiter akquirieren konnten. Dass also sie eigentlich Zuwanderung und Zuwachs an jungen Menschen brauchten. Und da kommt natürlich etwas dazu, dass wir unsere Gegend, sie ist schön, sie ist kulturvoll, aber vielleicht noch interessanter und lebenswerter für Familien und Zuwanderung machen sollten für Menschen, die hier als Facharbeiterinnen und Facharbeiter arbeiten wollen. Ja, es ist viel schon gesagt worden, auch vielleicht viel Richtiges. Die Frage ist, wie sehe ich die Perspektive? Und ich habe die Frage so verstanden, was kann ich tun, wenn ich im Bundestag sitze, für unsere Region, für unseren Landkreis, für den Bundestagswahlkreis. Ich bleibe mal hier im Landkreis. Zuallererst im Landkreis ist sicherlich nicht die Bundespolitik grundsätzlich erstmal zuständig, sondern tatsächlich ein Kreistag und eine Kreisverwaltung, die dann sozusagen erstmal ihre Sorgen, Nöte dort zusammentragen muss. Aber ich denke schon, dass man sowohl aus dem Bund als auch im Land tatsächlich dann einen sehr engen Kontakt suchen sollte zu seinem Landkreis, zu seinem Wahlkreis, sich die Sorgen anhören muss, die tatsächlich immer da sind, und zu gucken, wie die Rahmenbedingungen gemacht werden können, damit es tatsächlich für die Region besser ist. Weil wenn, ich mache es mal an einem Beispiel fest, in der Pflege, die Leute, die wir brauchen, wo wir sowieso zu wenig haben, die Hälfte ihrer Zeit dafür brauchen, um eine Dokumentation durchzuführen, statt zu pflegen. Vielen Dank. Also wir haben jetzt gemerkt, dass wenn Politiker einmal reden, dann reden sie auch, und das ist auch vollkommen okay. Ich würde es jetzt trotzdem in Zukunft so machen, dass ich ein bisschen den Blick auch auf die Uhr werfe und plus minus 2 Minuten, 2,5. Werden im Ende durch immer neue Auflagen der EU, die aber auch in Berlin mit geschaffen werden,
Wenn das so kommen soll, dann verlieren wir auch alleine 20.000 Arbeitsplätze im Bereich der Automobilzulieferer. Das ist auch klar für die nächsten Jahre. Und unsere letzten größeren Betriebe, die wir hier haben in Mansfeld-Südharz und bei Ihnen mit Krankenhäusern. Herr Schale, vielen Dank. Ja, also. Sprechen Sie eigentlich kein Deutsch? Oder? Ich sage, ich spreche doch Deutsch hier. Kann doch, ich bin Parlamentarier. Ja, merke ich. Genau. Ja, aber als Parlamentarier gelten für Sie auch genauso Anstandsregeln wie für alle anderen. Ich glaube, zu diesem Fachkräftemangel, darüber haben wir Sie wirklich weit. Können Sie einfach mal aufhören, dazwischen zu quatschen? Ja, das ist aber so. Ist das möglich? Nee, kann er nicht. Nee, kann er nicht. Gut, dann würde ich jetzt das Thema Wirtschaft abschließen. Der Landkreis hat jetzt angepackt, das Problem, indem man beschlossen hat, Prämien zu zahlen, bis zu 50.000 Euro für die Ansiedlung von Haus- und Fachärzten. Man hat Stipendien ins Auge gefasst von 9.600 Euro. Das haben wir gemerkt. Und zwar würde ich jetzt der Reihe nach gehen und bei Herrn Bottke anfangen. Wie weit sollte denn der nächste Hausarzt vom Wohnort entfernt sein? Also je näher, desto gut, keine Frage, sage ich mal. Und das, was Sie vorgeschlagen haben oder erklärt haben zum Kreistag, das habe ich ja selber mitgetragen. Also das sind, glaube ich, die Schritte, die wir hier in der Region machen können. Und alles andere ist eine Frage auch, dass wir tatsächlich vielleicht auch ein klein wenig dran schrauben sollten, ob es immer der perfekte Einser ist, der beste Hausarzt ist, stellt sich die Frage. Vielleicht sollten wir dieses Studium da auch so ein bisschen erleichtern. Oder wenn der Bus fährt, ja. Aber das ist ja gar nicht die Frage. Vielleicht kann man auch mobile Hausarztpraxen machen. Ich meine nicht, dass die Wachen wechseln. Ja, aber dass vielleicht ein Hausarzt Montag und Dienstag oder Montag und Mittwoch in dem einen Ort, Dienstag und Donnerstag in dem anderen ist, versuchen wir ja auch mit Fachärzten schon. Schau zurück. Herr Erdmann, wie weit? Ich denke, dass tatsächlich der Vorschuss, der im Kreistag, den Sie gerade vorgetragen haben, mehr oder weniger, dass das eigentlich ein guter Ansatz ist. Dass ich denke, dass man damit auch Leute eventuell wieder für den ländlichen Raum begeistern könnte. Herr Fahle, wie weit soll der nächste Hausarzt sein vom Wohnort entfernt? Ja, also das Programm, was wir im Kreistag hatten, da habe ich ja mit dran beschlossen, das ist ja völlig klar. Aber ich bin der Meinung, dass man das Problem ländlicher Raum viel umfassender sehen muss. Es geht sowohl darum, dass wir brauchen so ein Cluster-System wie in Österreich. Die haben dort tatsächlich für jeden Bereich in ihrem Land festgelegt, welche Ärzte brauchen wir dort voraussichtlich in den nächsten Jahren. Welche Geschäfte brauchen wir? Ja, man muss es umfassend planen. Also entweder halten Sie sich an die Spielregeln. Also das ja, die Spielregeln. Ich finde, die Frage war, Probleme nicht diskutiert. Moment, gibt es die Antwort auf wenn Sie mir zugehört hätten. Gibt es nur hier nicht. Herr Fahle, wenn Sie mir zugehört hätten. Ich habe gesagt, es ist die erste Frage. Heißt ja nicht, auch dass hier die muss man ist. Mal was Neues also, überlegen. Ja, vielen Dank. Und nicht in alten Sachen rumrühren, die nicht weiterführen. Wir rühren jetzt in alten Sachen rum, wieder 30 Sekunden für Herrn Feuerberg für die Frage, wie weit, vielleicht haben Sie ja eine konkrete Kilometerzahl, also Herr Feuerberg ist angesprochen. Cluster und für Sachsen-Anhalt 1,5 Milliarden also mehr ist ja, ist hier für die Versorgung der Kommunen und der Gemeinden. Also das ist schon, hat auch komödiantisches Potenzial und wir finden Sie auf einer Bühne, aber bitte bleiben Sie seriös. Herr Feuerberg, 30 Sekunden, die Frage, wie weit soll der nächste Hausarzt maximal entfernt sein vom Zuhause? Ja, wenn ich da von mir aus gehe, würde ich sagen 6 Kilometer, also maximal bis zum Nachbarort, das kommt aber nicht überall hin, aber Nachbarort passt schon. Wie lange? Also ich würde vorschlagen, dass jedes Grundzentrum und jedes Mittelzentrum einen Versorgungsstützpunkt haben sollte. Da sollten die Bürger, so wie es auch vorgesehen ist, ja, die entsprechenden Leistungen kriegen. Innerhalb von 30 Sekunden antworten lassen, ich weiß, es ist nicht viel, aber es ist auch eine relativ einfache Frage, denke ich zumindest. Und zwar, soll Deutschland schon eher aus der Kohle aussteigen, als das bisher vereinbarte 2038er Ziel? Das ist ja eine Frage, die zuletzt immer mehr aufpochte und es da auch Meinungsänderungen gegeben hat. Deswegen 30 Sekunden, soll Deutschland eher raus aus der Kohle als 2038? Herr Schweiger, ich würde bei Ihnen beginnen. Ich spare ein paar Sekunden ein und antworte mit einem klaren Nein. Okay.
Es gibt aber kein Zeitkonto, wo Sie das später wieder gucken können. Herr Feuerberg, eher raus, oder? Ja, natürlich eher raus. Wir sind gefordert, ohnehin die Klimaneutralität bis 2035, und das hat einen simplen Grund. Wir brauchen uns noch umsehen im eigenen Land, in Europa und auf anderen Kontinenten. Es ist schon 5 nach 12. Herr Fahler, Sie sind dran? Ja, ich bin strikt dagegen, wie auch Herr Schweiger. Und die Energie wird immer teurer. Herr Edmann, Kohleausstieg vor 2038? Also grundsätzlich bin ich irgendwo dafür. Die Frage ist, ob es realisierbar ist. Okay, Frau Butter, soll man raus eher? Oder reicht 2038? Nein, nicht eher raus. Wir haben uns zu einem Strukturwandel vereinbart, und das beinhaltet auch die Arbeitsplätze und nicht nur das Ergebnis. Und das braucht Zeit. Und Politik muss verlässlich sein und muss Absprachen und Zusagen einhalten. Okay. Abschließend, Herr Kurtke, wie stehen Sie zu der Sache? Raus? Auch ganz klares Nein. Aus zwei Gründen. Erstens ist doch die Frage, was erreichen wir damit? Und wir erreichen damit nichts. Eher das Gegenteil, weil wir dann deutlich Strom aus dem Ausland einkaufen mit deutlich höherem CO2-Ausstoß. Wir haben in Deutschland keine Glocke. Und zweitens ist das sicherlich auch ein Grund, dass wir damit tatsächlich auch Arbeitsplätze schaffen, nicht also zerstören, und ich glaube auch nicht, dass wir in der Kürze der Zeit in der Lage sind, unsere Grundlast abzusichern. Leute, jetzt tatsächlich schon mal einbiegen auf die Fragerunde und Ihnen jetzt erstmal die Gelegenheit geben. Ja, mein Name ist Carina Kaiser, Kreis-Seniorenratsvorsitzende. Ich bleibe mal wieder in Mansfeld-Südort. Sie wollen ja auch hier gewählt werden. Ärztliche Versorgung. Sehen Sie bürokratische Hürden für den ländlichen Raum Mansfeld-Südharz, die im Gesundheitswesen in diesen vielen Beschränkungen und Vorschriften abzubauen wären? Müssen? Okay, wen sprechen Sie an? Ja, Land, Herr Schweiger, Frau Butter. Kandidaten, ja. Dann fangen wir erstmal bei Frau Butter an. Sie, ja, das ist wirklich schwierig, weil ich bin nicht das Land. Das sage ich mal, aber das bin ich schon längere Zeit nicht mehr. Und das ist in der Tat, wird das ausverhandelt mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Die Idee, die wir dafür im Wahlprogramm haben, ob das im Bundeswahlprogramm haben, ist, dass man insgesamt guckt und sagt, dass man also für die ländlichen Räume zusätzliche sogenannte Außenstellen von Krankenhäusern und anderen zur fachärztlichen Versorgung macht. Vielen Dank. Ich würde jetzt die Fragerunde ehrlich gesagt schließen und jetzt zu einem möglicherweise kuriosen Finale kommen. Und zwar würde ich eine Schlussrunde starten. Da hat jeder Kandidat noch mal eine Minute Zeit, um zu sagen, warum soll man sie wählen bei der Bundestagswahl. Und zwar würde ich jetzt bei Herrn Schweiger starten. Eine Minute, warum das Kreuz bei Thorsten Schweiger setzen? Warum sollen Sie das Kreuz bei Thorsten Schweiger setzen? Ich sehe mich als Vertreter zunächst, als regionaler Vertreter für die Leute hier im Wahlkreis. Und ich habe es vorhin eingangs gesagt, die MZ hat mal gesagt, der Konservative vom Lande, und ich will einfach dem Land eine größere Stimme geben, weil ich glaube, viele, viele Probleme, die wir hier haben, sind schlichtweg da verortet, dass die großen Zentren einfach Probleme kommunizieren, die so nicht da sind. Ich glaube, wir stehen für die Stabilität, für das, ich will auch wirklich bewusst sagen, für das Weiter-so, weil nicht alles schlecht war. Als führende Nation, ja, in Europa können wir nicht nur falsche Entscheidungen getroffen haben. Wir machen Fehler, das ist überhaupt keine Frage, aber ich denke, die klare Aussage, die wir bringen, ist, dass wir jetzt das Geld, was wir an vielen, vielen Baustellen brauchen, nur dadurch gewinnen, wenn wir die Wirtschaft, ja, wieder fit machen und wenn wir sie zu einem Niveau bringen, die uns die Möglichkeiten dann auch gibt. Herr Feuerwerk ist dran. Ja, warum sollte man mich wählen? Ich glaube, dass Politik auch Perspektivwechsel braucht, dass Politik einfach Menschen braucht, die vielleicht aus dem, ich sage mal in Anführungsstrichen, normalen Leben in die Politik kommen, um einfach bestimmte Entscheidungsprozesse auch anders bewerten zu können. Ich glaube, das kann ich sehr gut. Ich bin bisher kein Berufspolitiker,
wird es gerne werden. Darum würde ich da auch um jede von Ihren Stimmen werben und vielleicht ein weiteres Argument. Es gibt ja hier auch zwei Kandidaten mit Frau Butte und Herrn Böttger, die relativ gute Listenplätze haben. Das heißt, die wahrscheinlich auch über einen guten Listenplatz wahrscheinlich einziehen. Also geben Sie Ihre Stimme doch vielleicht einem Kandidaten, der keinen ganz guten Listenplatz hat. Vielen Dank. Herr Fahle, bitteschön. Ja, ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass nicht nur schön klingende Phrasen gedroschen werden im ganzen Lande, sondern dass in Berlin die Politik sich dahingehend ändert, dass das Geld, was in unserem Land erwirtschaftet wird, vor allem für unsere Heimat und für unsere Region mit eingesetzt wird, damit wir als Schlusslicht wieder nach vorne kommen, unser Land industrialisieren können. Meine Kernausbildung ist Wirtschafts- und Finanzpolitik. Ich war finanzpolitischer Sprecher im Landtag der AfD-Fraktion, habe sehr viele Einblicke und möchte alles dafür tun, dass diese Region künftig besser in Berlin repräsentiert wird. Aber nicht im Sinne von Festessen und was weiß ich für ein Mist, interessiere ich mich gar nicht für, sondern dafür, dass hier wirklich Industrieansiedlung passiert und wirklich was Neues gemacht wird, okay, was unser Land voranbringt. Dank. Darum geht es mir. Danke sehr. Herr Erdmann? Ja, also ich denke, ich bin wahrscheinlich einer der mit den wenigsten Erfolgsaussichten. Dennoch möchte ich trotzdem sagen, warum Sie mich wählen könnten. Ich bin zwar jung und vielleicht auch noch nicht so erfahren, aber ich glaube, dass manchmal ein bisschen Energie im jungen Körper auch noch viel mehr bewirken kann, als Wissen, was man vorher gesammelt hat. Ich denke, dass die Jugend auch eine Stimme braucht. Ein Parlament soll im Grunde genommen eigentlich ja die Bevölkerung widerspiegeln. Aus meiner Sicht haben wir ein definitiv überaltertes Parlament. Wir brauchen mehr junge Menschen, die Politik machen. Und das, darin sehe ich mich und das möchte ich für Sie im Bundestag machen. Okay, vielen Dank. Frau Butte. Ja, das Zukunftsprogramm der SPD steht unter der Überschrift Respekt in der Gesellschaft und Solidarität für die Gesellschaft. Wir stehen für machbaren Klimaschutz, der auch verbunden wird mit einem ordentlichen wirtschaftlichen Strukturwandel, sodass wir hinterher wieder Arbeitsplätze hier haben. Es gibt neue Ideen für die medizinische Versorgung in der Fläche und für das Heben der kulturellen und Naturschätze bei uns. Und Sie kommen mit mir ganz sicher eine energiegeladene 56-jährige, streitbare und durchsetzungsstarke Frau für die Region, für unsere Region im Bundestag. Und Sie bekommen natürlich mit Olaf Scholz einen Kanzler, der auch durchsetzungsstark ist und der in Deutschland, in Europa und international einen hohen Respekt und Anerkennung hat, jetzt schon. Alles klar, gut. Olaf Kanzler. Gut. Herr Böttger. Vielen Dank. Warum sollten Sie mich wählen? Ich bin mal bescheiden und sage, hier gibt es mehrere Kandidaten, suchen Sie sich einen aus, außer mir. Dass mindestens einer zusätzlich die Chance hat, hier in den Bundestag zu kommen. Weil wenn Sie mich wählen wollen, machen Sie ein Kreuz bei der FDP. Ich stehe auf Landeslisten Platz 2. Zwei kommen wahrscheinlich rein in den Bundestag von der FDP. Und ich glaube, das ist das, was man auch mal taktisch überlegen sollte, dass zwei in den Bundestag kommen für unsere Region oder vielleicht sogar drei. Dass wir in unserer Region tatsächlich auch mehrere haben, die an unsere Region denken und für unsere Region arbeiten. Auf meinem Plakat steht Praktiker ins Parlament. Ich war noch nicht im Parlament. Ich komme aus dem Mittelstand und will den im Parlament stärken, weil der unsere Wirtschaft stärkt und unsere Wirtschaft uns weiterentwickelt. Alles klar, vielen Dank. Dann schließen wir die Runde im Prinzip mit einem Statement, bitte wählen Sie mich nicht. Aber alles gut. So, das wäre es dann. Das war das MZ-Wahlforum. Ich hoffe, es war was für Sie dabei und wir konnten dazu beitragen, dass Sie Ihre Wahlentscheidung treffen können. Ja, ich möchte mich nochmal bedanken bei Ihnen als Zuhörerinnen und Zuhörer und beim Theater Eisleben, dass wir das hier ausrichten durften und wünsche Ihnen dann einen guten Nachhauseweg und bis bald mal wieder. Tschüss. Das glaube ich.